Ich habe noch nie so etwas gepostet, aber ich nehme an, das war auch noch nie nötig. Wenn du den Titel gelesen hast, weißt du, was dich erwartet. Und du kannst das Thema meiden, wenn du willst. Ich werde es verstehen. Trauer. Trauer ist eine komische Sache. Professor Farina hat mir das in der ersten Vorlesung meines Studiums beigebracht. Und ich habe es bis heute nicht verstanden. Für meine Frau hat es sich in eine unbändige Wut verwandelt. Sie ist gerade unten und verflucht zweifellos meinen Namen. Für mich scheint es sich in dem Bedürfnis zu äußern, mich zu beschäftigen. Aber ich habe keinen Stapel mehr zu ordnen und keine Oberflächen mehr zu putzen. Also bin ich hierher gekommen, um die ganze Geschichte des Lebens meines Sohnes aufzuschreiben. Ich entschuldige mich im Voraus dafür, dass ich abschweife, aber im Moment ist alles noch so frisch und unverarbeitet, dass ich mich auf das eigentliche Ereignis vorbereiten muss. Mein größtes Versagen. Mein Idol, Boarhouse Frederick Skinner, sagte einmal: Ein Misserfolg ist nicht immer ein Fehler. Es kann einfach das Beste sein, was man unter den gegebenen Umständen tun kann. Aber ich habe das Gefühl, dass ich sehr viele Fehler gemacht habe. Als mein Sohn geboren wurde, war es, als hätte ich endlich eine Berufung gefunden. Ja, ich hatte schon vorher Jobs ausgeübt. Sogar etwas, von dem ich dachte, es sei eine respektable und langfristige Karriere. Aber nichts hatte jemals mein Interesse geweckt. Nichts hatte mich im Schlaf so beschäftigt wie dieses winzige Engelsgesicht. Wir hatten geplant, Isaac 4 Tage in der Woche bei seinen Eltern zu lassen, damit seine Mutter bald wieder ihrer Arbeit nachgehen konnte und ich meine ohne Unterbrechung fortsetzen konnte. Doch eine Woche Vaterschaftsurlaub war mir viel zu kurz. Und so beschloss ich, dass wir auf einen Teil der Bequemlichkeiten verzichten konnten, die 2 Einkommen ermöglichen würden. Ich beschloss, Vater zu werden und im Haus zu bleiben. Die Universität war nicht begeistert, einen Professor mit fester Stelle zu verlieren, aber ich blieb hartnäckig. Ich würde das Semester beenden und das wäre der Ausklang meiner akademischen Karriere. War es ein bisschen schmerzhaft, meinen hart erarbeiteten Abschluss und meinen früheren Traumjob aufzugeben? Ja, natürlich war es das. Aber es war der Schmerz, einen seltenen Schatz gegen einen einzigartigen zu tauschen. Viele Menschen haben einen Abschluss in Psychologie, viele Menschen haben eine Professur, aber Isaac war ein Unikat. Soll doch jemand anderes das nächste neurowissenschaftliche Wunderkind sein? Ich hatte ein höheres Ziel gefunden. Es erwies sich als gut, dass ich meine Frau überzeugt hatte, mich zu Hause bleiben zu lassen. Isaac erwies sich als anspruchsvolle Persönlichkeit und er brauchte eine führende Hand. Als Neugeborenes war er ein echter Engel. Als Säugling und als Kleinkind erwies er sich jedoch weitaus weniger umgänglich. Jahrelanges Studium und sogar das Unterrichten von Kursen zur menschlichen Entwicklung hatten mich nicht so gründlich vorbereitet, wie ich erwartet hatte. Es gab Tage, an denen ich mich fragte, ob ich als Elternteil geeignet war oder nicht. Und ich gebe zu, dass es Tage gab, an denen ich meine Entscheidung, meinen Job aufzugeben, bereut habe. Nur für kurze Zeit. Und immer gefolgt von tiefstem Bedauern. Aber so ist es. Die reine und ungeschminkte Wahrheit ist: Ich war kein perfekter Vater. Als ich schon fast an meiner Belastungsgrenze angelangt war, als der Gedanke an einen weiteren Tag voller Wutanfälle, Windeln und knochentiefer Müdigkeit zu viel war, machte Isaac eine Verhaltenswendung. Dies geschah direkt nach einem fürchterlichen Schreck, die einzige wirkliche Verletzung, die er in seinem Leben erlitt. Seine Mutter dachte immer, dass sich bei seinem Sturz, bei dem er sich den Kopf so stark angeschlagen hatte, dass er genäht werden musste,
sich irgendetwas beschädigt haben muss. Ich glaubte nicht, dass es so drastisch war, aber von diesem Tag an war eine deutliche Besserung zu erkennen. Und obwohl ich ihm nie lange böse sein konnte, war ich umso nachsichtiger, als er diesen Hundeblick und diese gequälten Augen trug. Wenn ich auch nur einen Moment Angst hatte, ihn zu verlieren, konnte ich es kaum ertragen, ihn überhaupt zu disziplinieren. Zum Glück musste ich das auch nur selten tun. Als die schrecklichen 2 Jahre in Vergessenheit gerieten, entwickelte sich Isaac zu einem Musterkind. Seine Wutanfälle verschwanden und der eigensinnige und sture Junge wurde so gefügig, wie es sich Eltern nur wünschen konnten. Er aß sein Gemüse, räumte sein Zimmer auf, räumte sein Spielzeug weg und machte mein Leben als Vater zu einer endlosen Parade der Freude. Wenn ich morgens sein strahlendes Lächeln sah, zauberte es mir immer ein Gegenlächeln auf mein Gesicht. Ich gebe zu, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass er sich verändern würde, wenn er älter wird und zur Schule geht. Meine Frau nannte mich eine Mutterhenne, halb im Scherz, halb verärgert über meine Besorgnis. Nach 1 Jahr in der öffentlichen Schule begann sie jedoch, mir recht zu geben. Unser wohlerzogener Sohn drohte wieder zu dem kleinen Teufelskerl zu werden, der uns Jahre zuvor so erschöpft hatte. Ich weiß nicht, warum sie sich darüber Sorgen machte. Schließlich hatte ich selbst mehr als nur ein wenig Erfahrung in der Erziehung und war bestens qualifiziert, ihn zu Hause zu unterrichten. Ich glaube, sie dachte, dass seine emotionale und soziale Entwicklung gehemmt würde, wenn wir ihn aus dem öffentlichen Schulsystem herausnehmen würden. Das war aber nicht der Fall. Im Gegenteil, er blühte als Heimschüler sogar noch mehr auf, als in den Jahren vor der offiziellen Einschulung. Ich stellte sicher, dass ich ihn oft zu Hausunterrichtsgruppen und gesellschaftlichen Veranstaltungen mitnahm und versuchte, dass er die Freunde beibehielt, die er in seinem Jahr an der öffentlichen Schule gefunden hatte. Und was seine schulischen Leistungen anging, er war überragend. Es war mir bald klar, dass Isaac begabt war und dass diese Talente in einem regulären Klassenzimmer vergeudet worden wären. Zu sehen, wie sehr er das Lernen genoss, wärmte das Herz eines jeden Erziehers. Während andere Kinder die Schule tolerierten und für Zeichentrickfilme Videospiele und rücksichtsloses Toben lebten, liebte mein Junge nichts so sehr wie das Sitzen und Lesen und Erforschen ganzer Universen mit demselben Eifer, mit dem manche Kinder schmutzige Pfützen und gefährliche Wälder erkundeten. Und das waren nicht nur sinnlose Romane oder frivole Abenteuergeschichten. Er las Bücher über Geschichte, Poesie und Wissenschaft. Isaac genoss das Lernen um des Lernens willen. Er war alles, was ich mir je von einem Schüler erhofft hatte. Und ich kann gar nicht sagen, wie froh ich war, dass ein solcher Schüler aus meinem eigenen Fleisch und Blut gemacht werden konnte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich mein Sohn zu genau dem Mann, den ich mir erhofft hatte. Er trank nie, rauchte nie, probierte nie Drogen aus und rebellierte nur selten. Ein paar Mal blieb er nach der Sperrstunde weg und hatte eine kurze Affäre mit einem Mädchen aus der Gegend. Natürlich ist ein wenig jugendliche Rebellion normal und ich toleriere sie als notwendigen Preis für ein ausgeglichenes Heranwachsen. Meine Frau und ich hörten uns mit Entsetzen die Geschichten unserer Freunde an, die von ihren eigenen schreienden Kämpfen mit hormongesteuerten Teenagern erzählten, mit Kindern, die ihnen fremd geworden waren, und nickten mit gespieltem Mitgefühl. Mehr als einmal drehten sie sich auf der Heimfahrt von einem Abendessen oder einer anderen Veranstaltung zu mir um und sagten einfach: Wir sind überaus, überaus beschenkt. Als Isaac anfing, über ein Studium nachzudenken, erwog er zunächst, ein Psychologiestudium zu absolvieren. Ich war nicht begeistert von der Idee. Und das hatte er gemerkt. Ich weiß, dass er es als eine Art Kompliment betrachtet, in meine Fußstapfen treten zu wollen. Und ich habe es auch so aufgefasst. Aber ich sagte ihm ganz offen, dass ich meinen Abschluss als reine Zeitverschwendung empfand. Dass er ein bedeutungsloses Stück Papier war. Und dass er besser bei McDonald's arbeiten sollte, wo man ihm wenigstens ein paar verwertbare Fähigkeiten beibringen würde. Er nahm es so gut auf, wie man es erwarten konnte.
Er stürzte sich mit Feuereifer in sein Physikstudium. Meine Frau war überrascht, dass er an einer örtlichen Schule geblieben war, obwohl er so viele Angebote von renommierten Schulen aus der ganzen Welt hatte. Aber ich erklärte ihr die Logik dahinter. Warum sollte er das ganze Geld ausgeben, um in einen anderen Teil der Welt zu gehen und so sehr mit Schularbeiten beschäftigt zu sein, dass er es nicht genießen kann? Es ist besser, zu Hause zu bleiben, etwas Geld zu sparen und eine wohlverdiente Reise um die Welt zu machen, wenn er den Abschluss geschafft hatte. Auch wenn sein Studium nicht das meine war, hatte er mein Leben in jeder Hinsicht geprägt. Er war ein brillanter Schüler, der schon früh an die Spitze seiner Klasse gelangte und dort die ganzen 4 Jahre blieb. Er verdiente sich Auszeichnungen und Lob auf eine Art und Weise, wie es weniger gute Schüler taten. Als er sein Juniorjahr beendete, hatte er alle für den Abschluss erforderlichen Fächer belegt und darüber hinaus noch die meisten Wahlfächer. Vielleicht war das der Grund. Könnte es sein, dass sein eigener Enthusiasmus, sein eigener überwältigender Drang zu lernen, der Grund für alles war, was später kam? Ich hoffe nicht. Lieber Gott, ich hoffe nicht. Ob es nun so war oder nicht, mein Sohn hatte sein letztes Schuljahr so zu gestalten, wie er es für richtig hielt. Vielleicht war es ein Überbleibsel seiner früheren Sehnsüchte. Vielleicht war es der Wunsch, mir noch mehr nachzueifern. Vielleicht war es ein reiner Zufall. Ein hübsches Mädchen, das einen Kurs erwähnte, den sie belegte. Ein Münzwurf, eine blitzschnelle Entscheidung. Was auch immer der Grund war, er belegte in diesem Frühjahr ein Wahlfach in Psychologie. Ein Kurs über Drogenmissbrauch. Als ich davon erfuhr, war die Frist für eine einfache Abmeldung bereits verstrichen. Und er war nicht bereit, seine ansonsten makellose Akte zu beschmutzen. Und ich war nicht bereit, das Thema zu forcieren. Natürlich habe ich versucht, ihn davon zu überzeugen, den Kurs abzubrechen, ihn zu überreden. Aber als er mich nach Gründen fragte, warum er sich das antun sollte, hatte ich keine zu bieten. Also ließ ich die Sache auf sich beruhen. Ich habe noch nie einen schlimmeren Fehler gemacht. In den ersten Wochen des Semesters hörte ich alles über den Kurs. Während seiner gesamten College-Jahre war Isaac mehr als glücklich, Zeit mit seiner Mutter und mir zu verbringen und uns mit Geschichten aus seiner Schulzeit zu erfreuen. Wir waren so stolz auf ihn. Ich war so stolz. Doch im Februar änderte sich etwas. Seine Gespräche wurden kürzer und kälter und hörten bald ganz auf. Anfang letzten Monats verließ mein Sohn nur noch selten sein Zimmer, wenn er zu Hause war. Wenn er es tat, waren die Gespräche, die wir führten, gestelzt und unbeholfen. Es war eine Mauer zwischen uns entstanden, die wir nicht verstehen konnten. Meine Frau tat es als Senioritis oder als längst überfälligen Anfall von jugendlicher Wut ab. Ich war mir da nicht so sicher. Im letzten Jahr eines Highschool- oder College-Studenten passiert oft etwas Seltsames. Die Aufregung, eine neue Karriere oder einen neuen Bildungsweg zu beginnen, kann den Schulalltag überfordern und selbst die aufgeregtesten Abschlussrituale immer weniger attraktiv erscheinen lassen. Dieses allgemeine Gefühl der Apathie oder das Unwohlsein wird sowohl Studenten als auch Dozenten informell als Senioritis bezeichnet. Mein Junge war perfekt. Er war über solchen Dingen erhaben. Sie und ich waren uns einig, dass wir mit ihm darüber reden würden, wenn es über die Frühjahrsferien hinaus andauern würde. Die ersten Frühjahrsferien, die er jemals außerhalb von zu Hause verbracht hatte. Wir würden unseren Sohn zurückholen, sagte sie. Und ich glaubte ihr. Ich glaubte wirklich, dass ich es schaffen würde, dass ich das Problem überwinden könnte, egal wie es aussieht. Aber Isaac kam nie von den Frühlingsferien zurück. Alles, was uns von den sonnigen südlichen Küsten erreichte, waren verzweifelte Anrufe, ein Polizeibericht, ein kalter Körper und versiegelte Briefe. Vor 1,5 Wochen haben meine Frau und ich ihn in einer kleinen privaten Zeremonie zu Grabe getragen. Als ich die Trauerrede hielt,
konnte ich nicht anders als zu weinen über das, was wir verloren hatten. Nicht nur mein Sohn, wie er war, das Licht meines Lebens, sondern den Mann, der er hätte sein können. Nach vielen Tränen und heftigen Selbstvorwürfen öffnete meine Frau und ich schließlich die Umschläge mit den letzten Worten unseres Sohnes an uns. Der Brief, der an mich gerichtet war, war nur für meine Augen bestimmt. Aber ich werde ihn hier für euch wiedergeben. Die Worte sind zu viel für mich, um sie allein zu ertragen. Dad, meine erste Erinnerung an dich ist eine glückliche. Du nimmst mich fest in den Arm und tröstest mich, hältst meine Tränen auf und versicherst mir, dass alles gut wird. So habe ich dich eigentlich schon immer in Erinnerung. Die eine Person, an die ich mich wenden kann und die alles in Ordnung bringt. Die eine Person, die sich für mich einsetzt und mich beschützt, egal was passiert. Ich wollte so sein wie du, und du wolltest, dass ich noch besser werde. Deshalb hast du mich gedrängt, glaube ich. Auf eine verdrehte Art und Weise hast du wirklich geglaubt. Vielleicht glaubst du sogar immer noch, dass alles, was du getan hast, zu meinem Vorteil war. Ich weiß, Dad. Ich weiß, was du getan hast. Weißt du noch, wie sehr du versucht hast, mich davon zu überzeugen, den Kurs über Drogenmissbrauch aufzugeben? Damals habe ich es nicht wirklich in Frage gestellt, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Ich wurde einfach nicht dazu erzogen, dich in Frage zu stellen. Aber ich verstehe es. Als wir das erste Mal erfuhren, was Heroin im Gehirn anrichtet, war ich verwirrt. Denn dieser pure Rausch, diese pulsierende, oh scheiße, ja, Euphorie, das kam mir verdammt bekannt vor. Ich hatte das ständig. Jedes Mal, wenn ich ein Buch aufschlug. Jedes Mal, wenn ich einen Test mit Bravour bestand. Jedes Mal, wenn ich hinter mir aufgeräumt und den Rasen mähte oder tat, was du wolltest, bekam ich genau den Rausch, den das Buch als Ergebnis eines unglaublich starken Opiats beschrieb. Ich dachte, dass ich mir meine natürliche Reaktion vielleicht einbilde, dass sie intensiver wird, als sie wirklich sind, also habe ich mich eingehender damit beschäftigt. Eine Person nach der anderen, ein Dokumentarfilm nach dem anderen, überzeugten mich davon, dass ich es mir nicht einbildete. Also dachte ich, dass ich vielleicht eine Laune der Natur mit einem wirklich starken, natürlichen Belohnungssystem bin. Mag sein. Aber ein Belohnungssystem, das Lernen und gesundes Essen genauso stark begünstigt wie Heroin und Sex? Das ist verdammt unwahrscheinlich. Ich weiß, du bist wahrscheinlich überrascht, mich fluchen zu sehen. Ich bin überrascht, dass ich das schreibe. Glaub mir. So hast du mich nicht erzogen. Die Sache ist die, Dad, dass ich mir wirklich verdammt viel Mühe gebe, mich nicht darum zu kümmern, wie du mich erzogen hast. Ich habe einen CT-Scan machen lassen, um nach Anomalien zu suchen. Und was haben sie gefunden? Keinen Tumor, keine überentwickelten Hirnanhangdrüse, nichts Ungewöhnliches. Abgesehen von den verdammt vielen Kabeln, die in meinem Gehirn steckten. Ich rief Mama an und fragte sie, ob ich als Kind jemals am Gehirn operiert worden war. Ich flippte aus, aber ich wollte glauben, dass ich falsch lag, dass irgendwas dies erklären könnte. Aber nein, sagte sie. Niemals. Nur ein paar Stiche, als ich als Kleinkind gestürzt bin. Dass Dad mir mehr darüber erzählen könnte, weil er dabei war. Der Arzt wollte, dass ich zur Polizei gehe oder hier bleibe, damit sie noch ein paar Tests machen können. Ich sagte ihm, ich müsse darüber nachdenken. Und das tat ich auch. Aber jetzt habe ich darüber nachgedacht und eine Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, wer ich bin. Mein ganzes Leben lang hast du auf einen Knopf gedrückt und mein Gehirn so manipuliert, dass es dachte, es sei glücklich, wenn ich etwas tat, das dich glücklich machte. Mein Zimmer aufräumen? Sepp,
Das Geschirr abwaschen? Sepp! Meine Hausaufgaben gemacht? Sepp! Und nach hast du mich zu dem perfekten kleinen Zinnsoldaten von einem Sohn geformt. Bin ich alles, was du je wolltest, Dad? Bin ich so perfekt, wie du es dir erhofft hast, als du dieses Scheißding in meinen Kopf gesteckt hast? Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin deine verdammte Marionette. Du hast den getötet, der ich hätte sein sollen. Wer auch immer ich hätte sein sollen. Du hast mich getötet und mich durch den ersetzt, der ich jetzt bin. Ich will nur... Nein, nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich in meinem ganzen verdammten Leben jemals etwas für mich entschieden habe. Aber etwas entscheide ich. Und zwar, wann ich es beende. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Jetzt siehst du also meinen Schmerz. Ich habe viele Träume für meinen Sohn geträumt. Ich wusste, dass er alles werden kann, wenn er volljährig ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass er undankbar sein würde. Nun, da ist er. Der Grund für all meine Tränen und die Wut meiner Frau. Ich glaube, in seinem Brief an sie hat er ihr gesagt, was ich getan habe. Sie hat ihn verbrannt. Also bin ich mir nicht sicher. Aber sie ist mit einer Schere auf mich losgegangen, kurz nachdem sie ihn gelesen hatte. Also musste er ihr etwas gesagt haben. Sie ist jetzt unten im Keller. Es ist seltsam. Während ich geschrieben habe, habe ich sie kaum gehört. Aber jetzt, wo ich fast fertig bin, ist ihr Weinen und Schreien fast überwältigender. Sie gibt mir die Schuld für das, was mit unserem Sohn passiert ist. Für das, was er sich selbst angetan hat. Aber mit der Zeit wird sie meine Sichtweise verstehen. Wenn sie nach der Operation aufwacht, wird sie lernen, mir zu verzeihen.